Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts. Ihr hört uns hoffentlich schon in den Sportschuhen und wenn nicht, dann zieht es euch jetzt ganz geschwind an und mir ist wurscht, ob ihr jetzt eigentlich gerade in der Badewanne seid. Dann zieht es euch halt dort an. Es gibt auch für dort die korrekten Schuhe, habe ich mir sagen lassen. Wenn ihr uns noch nicht folgt auf Instagram, Facebook und sonstigen Social Media Plattformen, tut das bitte auch. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, könnt ihr das natürlich auf Steady und Patreon tun. Wenn ihr das nämlich macht, dann gibt es auch mitunter zum Beispiel einen werbefreien Feed. Und wir sind dabei, dass wir da noch ein bisschen mehr unseren Patreonen und Steady-Spendern zukommen lassen. Für alle anderen gibt es am Anfang immer ein bisschen Werbung. Es ist März. Du gehörst zu den Menschen, die alle Neujahrsvorsätze wunderbar im Plan haben, ihre Ernährung und Nährstoffversorgung top im Griff und massig Zeit, sich hierauf zu konzentrieren? Respekt und Gratulation. Tiefe Verbeugung. Für uns alle anderen, hier ein Hass-Tipp. AG1 von Athletic Greens. Wir vertrauen drauf, weil ich habe ganz ehrlich weder Zeit noch Lust, mich stundenlang um 1000 kleine Mikronährstoffe und Dinge zu kümmern. Ich habe gern einfach eine Routine, wo ich einen Sackel aufmache, das in einen Shaker reinhau, schüttel, also nachdem ich Wasser dazu dann habe. Ich trinke es, ich weiß, ich bin gut versorgt. Ich habe viele wichtige Vitamine und Nährstoffe getrunken. Passt! Und dann brauche ich nur mehr schauen, dass ich auch sonst sportlich bin, ein bisschen auf meinen Lebenswandel schaue und zacki, sind wir gut vorhin dabei. Also, probiert es aus. AG1, Geld zurück, Garantie 90 Tage. Das gibt es jetzt seit 01.01.2023. Nicht 60, sondern 90 Tage. Ihr kriegt das Ganze, wenn ihr es online bestellt, direkt in einem Abo zugestellt. Also du musst auch da nicht wirklich was tun. Für neue Abonnenten gibt es jetzt einen neuen Shaker. Aktualisierter Shaker. Hochwertiger Edelstahldeckel. Ja, only steel is real. Ihr findet natürlich alles, ihr müsst jetzt nicht aufhören zum Laufen. Ihr findet alles auch in den Shownotes, weil dort könnt ihr dann sehen, wo ihr das findet, nämlich unter athleticgreens.com/laufendendecken. Es gibt nämlich für unsere Hörerinnen des Podcasts eine exklusive Aktion. Und zwar einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 obendrauf. Und ihr kriegt 5 von diesen praktischen Travel Packs. Das sind so gerne Sackerl zum Mitnehmen. 5 Stück kriegt mit. Für den nächsten Wettkampf, den nächsten Urlaub. Dann braucht ihr nämlich nicht das Pulver irgendwie aus der großen Tüte oder aus dem Vorratsbehälter umfüllen und mitnehmen, sondern könnt ihr das gleich so mitnehmen. Also, athleticgreens.com/laufendendecken. 90 Tage komplett risikofrei testen und eine Routine etablieren, die so einfach ist, dass man es wirklich durchhalten kann. Also dann. Ist denn? Und damit müsst ihr dann heute leben. Ich bin heute nicht alleine da, allerdings ist der andere, also der Flo, nicht da, weil der muss sich leider krankenpflegerisch ein bisschen um seinen Nachfolger kümmern auf den Trails, also der ihm irgendwann einmal herbrennen wird. Ich habe mir aber schönen und feinen und jüngeren und besseren Ersatz gesucht und gefunden. 31, ein ITRA-Score, von der die meisten nur träumen können, so ich zum Beispiel, aber ich bin nicht nur zu faul, dass ich jemals dorthin komme, sondern einfach nur zu schlecht. Kommt aus Dresden ursprünglich, wohnt jetzt da, ich sehe schon ein Nein, kommt nicht aus Dresden, aber wohnt jetzt da in Innsbruck,
Das ist stimmt so semi, das wird super. Die ersten 3 Minuten werden nur korrigiert werden. Ich freue mich schon. Auf alle Fälle, damit ihr wisst, von wem ich rede. Es ist der Adrian Niesky. Grüß dich. Servus, hallo. Danke für die Einladung. Danke fürs Kommen. Und jetzt schieß los. Was habe ich alles falsch erzählt? Na, also zumindest geografisch gesehen, Deutschland war schon mal richtig. Also ursprünglich bin ich aus der Stuttgarter Ecke, aus Schwäbisch Hall. Wäre vielleicht das gröbste. Stuttgart sagt vielleicht einem noch was aus dem Süden. Und, ja, Stuttgart, das kennen wir. Das sind die fantastischen Stuttgart, vier ja. Ja, genau. Richtig. Für Liebhaber des Hip-Hops, genau. Irgendwas Gutes ist ja auch von dort. Und Innsbruck ist halb richtig. Also ich habe in Innsbruck gewohnt längere Zeit. Bin aber jetzt am Aachensee zu Hause. Also immer noch Tirol. Okay. Genau, okay. Aber... Uiuiui, nicht ganz verkehrt. Und du bist seit 2016 ungefähr, so im Laufen zu Hause, nachdem dir der Belzebub des Triathlons ausgetrieben wurde. Richtig, ja, da bist du richtig informiert, ja. Perfekt, ja, bekehrter Triathlet, Halleluja. Was hat dich denn aus den Untiefen quasi wieder zurückgeholt und gesagt, okay, lass sie denn ihre Challenges in Rot und in Hawaii absolvieren. Ich gehe auf die gute Seite. Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass die bessere Seite ist. Ist immer noch ein toller Sport. Auf jeden Fall, man muss einfach sagen, das Laufen ist halt einfach. Gell? Also du ziehst deine Schuhe an und startest einfach los. Und eigentlich, wo das herkam, war, ich habe jetzt dann eben, was du schon erwähnt hast, die Challenge Rot gemacht, eben auch 2 Langdistanzen schon gemacht und dann hat man halt irgendwie überlegt, was wäre jetzt eine neue Herausforderung. Und da habe ich mir dann eben so ein bisschen umgeschaut, was es noch so gibt und da bin ich halt eben auf den Traillaufsport gestoßen, ohne so wirkliche Ahnung davon zu haben. Mhm. Und das erste tatsächliche Rennen, was ich im Traillauf gemacht habe, war der Karwendelmarsch. Mhm. Und ich weiß nicht, 2015 war es oder 2016, irgendwas um den Dreh war es, genau. Ja, 2016, wenn ich mich nicht täusche, hast du die 33 Kilometer gleich direkt gewonnen. Na, die 52 bin oder ich gelaufen, das, bin oder ich 10. geworden. Ja, genau. Okay, dann hast du ein zweites Mal noch gemacht. Den habe ich noch, genau, ein zweites Mal gemacht. Ah, Karwendelmarsch, Korsamarsch. Korsamarsch, ja. Ja, Korsamarsch hast du gewonnen, nicht den Karwendelmarsch. Ja. Genau. Das hört ja alles gleich. Ist eine Traditionsveranstaltung. Das sind echt tolle Veranstaltungen. Und ja, ich muss schon sagen, das war echt eine spannende Erfahrung, weil ich dachte, keine Ahnung, man hat sich halt so hart gefühlt, man war ein Triathlet oder dachte so, boah, 180 Grad Marathon kriege ich hin, da werde ich ja wohl 52 Kilometer hinbekommen mit einem Karwendelmarsch, aber ich muss schon sagen, dass ich schon schön gelitten habe dann gegen Ende, gerade die Höhenmeter, wenn man es halt nicht gewöhnt ist. Aber ja, da habe ich richtig Blut geleckt. Also das hat mir dann gefallen und irgendwie habe ich den Triathlon dann an den Nagel gehängt, mehr oder weniger. Das hat mich dann irgendwie gar nicht mehr gereizt. Hat die dann was war beim Triathlon? War es bei dir der Wettkampf, den du gesucht hast? Oder wolltest du einfach sagen, ich möchte mal eine Langdistanz machen? Na, das war einfach, ich habe halt die Sportart eigentlich ganz gern gemacht, also alle drei. Mhm. Ich weiß noch, als kleiner Bub mit, keine Ahnung, in der Volksschule habe ich halt Tour de France geschaut, da war ich halt fanatisch Tour de France, bin dann halt immer mit dem Mountainbike irgendwie die steilen Hügel raufgefahren und laufen bin ich eh immer gern gegangen, irgendwie gab es immer so einen Volkslauf bei mir in der Heimat und irgendwann kam es noch dazu, dass ich bin recht schlecht geschwommen oder habe sehr, sehr spät schwimmen gelernt und ich bin halt schon ein ehrgeiziger Typ und dann habe ich mich halt gleich beim Schwimmverein angemeldet, weil ich gesagt habe, wenn ich es lerne, dann will ich es halt schon gescheit lernen. Mhm. Und ja, dann hatte ich halt die drei Sportarten gemacht und eine Kombination hintereinander. Nee, dann ist schon wurscht. Also wenn man sich irgendwann mal dazu entschließt, dass man sogar schwimmen geht, dann ist ja schon egal. Daran scheitert es ja bei den meisten quasi. Das Schwimmen ist halt so die unliebste Disziplin. Ja. Aber es ist echt schön. Also ich meine, ich schwimme ist ganz, ganz selten, aber es ist schon eine schöne Sportart, wenn man da einfach durchs Wasser gleitet und halt, man ist halt so irgendwie, ist einfach so ruhig. Gell? Man ist schon zu seiner Blase am Weg.
Ja, ja. Aber Traillaufen ist netter, ja. Ist einfach netter und die Umgebung ist schöner. Und schlimmerweise haben wir tatsächlich schon viele Menschen, die aus dem Triathlon kommen sind oder Triathlon machen, gesagt, also die Leute in der Traillaufszene sind halt einfach gemütlicher. Es ist anders, ja, das stimmt. Also es ist gemütlicher, natürlich ändert sich es auch ein bisschen, gell? Ich meine, der Sport wächst ja auch und somit halt irgendwie auch die Leute, die da mitmachen. Weil beim Triathlon am Anfang, als ich das angefangen habe, war es ja auch ein bisschen so eine gemütlichere Sportart. Das war so was Exotisches. Und das hat sich halt im Laufe der Jahre auch geändert. Und ich glaube, das wird den Traillaufsport wahrscheinlich auch betreffen. Weil ich glaube, auch beim Triathlon gab es auch immer noch lässige Leute. Es gibt halt immer die Leute, die halt ein bisschen verbissen sind, oder? Die es halt ein bisschen zu ernst sehen. Ich glaube, man hat vielleicht so ein bisschen das Bild von dem Triathleten, der dann halt immer so auf seine Wattzahlen schaut, was auch zum Teil stimmt, gell? Weil es ist so eine technikverliebte Sportart auch, also mit dem Radl und mit dem Bahnenzählen quasi, wenn wir schon wieder beim Schwimmen sind. Ja. Aber ja, Traillaufsport, das war irgendwie das, so ein bisschen Hippiesport war es wieder, so ein bisschen, fand ich. Man ist da ankommen, genau. Und ich kann mich noch so Szenen erinnern, wo dann halt, ich glaube, Kleinwalsertal war das mal, wo sie dann halt im Brunnen gesessen sind, oberkörperfrei nach dem Rennen, wo ich gedacht habe, das ist irgendwie cool. So. Ja, das ist beim Cut passiert das heute noch. Ja, genau, einfach so miteinander. Über Brunnen am Hauptplatz mit einem Bier in der Hand in dem Brunnen sitzen. Das stimmt schon, ja. Das ist schon geil. Das stimmt, ja. Und es hat halt ein bisschen was, also mich erinnert diese Traillauf-Community so ein bisschen an so Kletterer und Surfer. Jetzt da nicht unbedingt, dass man sagt, ja, diese nur am Strand herumliege Surfer Party-Geschichte, aber so vom Zusammenhalt und dass man nicht bis auf quasi mit dem Messer zwischen den Zähnen bis zum letzten fightet, vor allem auf den Langdistanzen, dass man trotzdem sich ein bisschen supportet, das finde ich schon geil. Ich weiß schon, es gibt, weiß ich nicht, bei den kurzen Serien um die 30 Kilometer zum Beispiel, wo es halt wirklich brutalstes Racing ist von der Geschwindigkeit her, hast du natürlich wahrscheinlich einen viel höheren Race-Modus, wie wenn du einen 100-Meiler angehst. Vielleicht, aber ich glaube, das ist teilweise auch Einstellungssache. Also ich muss sagen, ich habe auch bei einem kurzen Rennen mal so ein unglaublich schönes Erlebnis gehabt. Das ist auch eines der tollsten Erlebnisse, die ich gleich auch im Rennen hatte. Da bin ich beim Salzburg Trail, ich weiß gar nicht, wie der hieß, das war so ein Halbmarathon, also auch recht kurz, gell? Und Geisberg Trail, glaube ich, hieß der. Ja, das kann sein. Und ich bin dann auf den ersten aufgelaufen und dann bin ich falsch abbogen. Und dann hat der dann erster war auf mich gewartet und dann sind wir zusammen ins Ziel gelaufen. So. Da war quasi das Racen egal, sondern das war eine unglaublich schöne Geste, weil er gewusst hat, okay, ich habe ihn eigentlich überholt, aber ich warte jetzt auf ihn, weil es einfach sich nicht richtig angefühlt hätte. Und, ja. Und das finde ich, das ist halt das Schöne am Sport, wenn man den auch so lebt, dass man nicht immer, dass es nicht nur um Sieg oder Niederlage geht, sondern auch um das Gemeinsame. Und das, man kann sich auch im Rennen unterstützen, finde ich, auch wenn mal vielleicht sich ein Konkurrent, wenn man sagt, oder Wettstreiter schlecht fühlt, dass man den auch mal ein Gel gibt oder so, gell? Also finde ich irgendwie viel schöner, als wenn man halt sich immer nur aufs Messer bekämpft. Genau. Also das finde ich halt gerade im Trailsport schon noch sehr verbreitet, würde ich mal sagen. Dass man dass man sich ein bisschen gegenseitig unterstützt oder zumindest sagt, komm, häng die an ein bisschen, wenn du merkst, dem anderen geht's nicht gut oder so irgendwas in die Richtung, was braucht. Oder wenn du merkst, irgendwer hat einen Krampf, dass du fragst, ob er noch Salztabletten hat oder ob du eine geben sollst oder irgendwas in die Richtung. Voll. Und gerade bei den längeren Strecken ist es ja dann auch eher so, sag mal, wenn man jetzt nicht um den Sieg mitläuft, sondern es als Erlebnis macht, das ist ja sowas Großes, eigentlich gemeinsam das durchzustehen, gell? Wenn man dann in der Gruppe läuft oder vielleicht mit 3, 4 Mitstreitern, die man irgendwie auf dem Weg kennengelernt hat, und man sich gegenseitig pusht und dann gemeinsam ins Ziel läuft. Das sind so, ich glaube, Momente, die vergisst man sein Leben lang gar nicht mehr. Ja, nein, also das sind so, also wir sind letztes Jahr sind wir gemeinsam zum Beispiel gelaufen den Mozart 100. Da haben wir einen dabei gehabt, der seinen ersten 100er gelaufen ist. Und unsere Mission war halt,
Martin muss ins Ziel. Fertig. Und er ist ins Ziel und das ist natürlich cool. Wie ich meinen ersten 100er gemacht habe, sind auch drei Leute mitgelaufen. Mhm. Wir sind zu viert gestartet und haben gesagt, okay, wir starten zu viert, wir kommen zu viert ins Ziel. Na, voll cool, ja. Ja, und wir haben gesagt, vor dem Cut-off, irgendwann, das geht sich schon aus. Und es ist ja dann eigentlich sehr gemütlich ausgegangen. Ist natürlich ein ganz anderer Ansatz, wenn man, das war in Innsbruck, wie wenn jetzt der Innsbruck auch anlauf letztes Jahr und vorher schon gesagt habe, okay, ich habe ein Zeitziel. Das machst du dann nicht in der Gruppe, sondern das ist dann halt, wo du sagst, das muss ich allein laufen, weil sonst schaffe ich das Ziel halt einfach nicht. Das stimmt, ja. Du bist es, glaube ich, auch letztes Jahr gelaufen, gell? In Innsbruck bin ich auch gestartet, ja, aber leider nicht ins Ziel kommen. Warum? das ist ja schwierig. Ich weiß gar nicht, das letzte Jahr oder die letzten zwei Jahre habe ich immer wieder mal ein bisschen mit DNFs zu kämpfen gehabt. Okay. Und da lag es auch gar nicht am Körperlichen oder so, weil fit war ich oder die 100 hätte ich schon durchlaufen können, aber irgendwie, ja, es ist schwer zu beschreiben. Ich weiß auch immer noch gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber das kannst du dir so vorstellen, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach der Stecker raus war, also komplett aus. Mhm. Und nicht so, dass man es mal kennt, man hat halt mal eine schwere Phase, wo man dann halt sich mal durchkämpft und dann wieder hochkommt, sondern einfach so ganz leer fühlt und dann auf einmal, es geht einfach nichts mehr. Also es ist wirklich schwer zu beschreiben. Wann war das im Rennen? Also am Anfang, in der Mitte, am Schluss? Also. Na, das war so beim ersten, nach 50 Kilometer bin ich gelaufen, oder 40, irgendwie sowas. Also Dreh. Beim Höttinger-Bild, beim Dropback quasi. Da bin ich dann raus, genau. Und ja, Da wird es ja nachher sogar, also da ist es ja nachher hell geworden, oder? Also, da war es noch dunkel bei mir. Da war es noch dunkel, ja, stimmt, ja. Aber ich habe das Glück gehabt, ich habe meine Frau halt angerufen, die hat mich dann abgeholt. Das war dann halt gut. Genau, dadurch, dass halt Innsbruck bei einem Rennen, die Punkte sind recht gut zugänglich, zum Glück. Ja. Also ist es hilfreich oder hinderlich? Weil du jetzt gesagt hast, du hast angerufen und bist abgeholt worden. Wenn du jetzt in, keine Ahnung, Norwegen gestartet wärst, irgendwo im Nix und hast dort an Lauf von 100 Kilometern und nach 50 Kilometern denkst du so, das war's. Und da ist aber niemand. Ja, das denkt man, also man kann denken, dass es einfacher ist, aber das gleiche Problem hatte ich dann im Herbst, bin ich in Spanien ein Rennen gestartet, was auch ein 100er gewesen wäre und da hatte ich die gleiche Situation und da kannst du machen, was du willst, das geht einfach nicht. Also also wie schon gesagt, da geht einfach nichts mehr. Okay. Also, Energie weg oder also so Nutrition-Fehler quasi, dass du sagst, okay, irgendwann war einfach Tank leer? Nein, das war eher, ich glaube, bei mir war das dann eher so eine mentale Blockade mehr oder weniger. Also okay. Das waren immer so bestimmte Situationen, die dann also im Rennen geschehen sind, die dann einfach dazu geführt haben, dass also von einem auf den anderen Schlag einfach nichts mehr gegangen ist. So quasi. Das, also ich kann es ja gar nicht, ich bin ja kein Psychologe oder so, ich kann es nicht wirklich erklären, aber du kommst in die Situation, und die ist negativ verknüpft mit irgendwas. Okay. Und die wirkt quasi, also mentale Blockade, du bist einfach blockiert. Also es geht einfach nicht mehr weiter. Und eben in bestimmten Situationen, die in den Rennen aufgetaucht sind, was wahrscheinlich auch ein bisschen damit zu tun gehabt hat, dass ich mir irgendwie Druck gemacht habe, gell? Und vielleicht auch ein bisschen das Selbstbewusstsein gefehlt hat, weil es immer Situationen war, wo ich dann im Rennen entweder die Führung übernommen habe oder wo es eigentlich gut gelaufen ist. Also und ohne, dass ich wirklich überzogen hätte, sondern eigentlich von hinten immer weiter nach vorne gekommen bin. Und dann so die Situation kam, okay, jetzt bist du eigentlich vorne, jetzt müsstest du einfach weiterlaufen. Ja, also aber in der Situation hat mir so der Schritt gefehlt, dass ich sage, okay, ich laufe jetzt weiter, sondern ich bin dann ein paar Kilometer noch mit den Leuten mitgelaufen und dann ging einfach nichts mehr. Also das ist ganz schräg. Da musste ich auch ein bisschen immer wieder mich hinterfragen, woher kommt das und so. Das war schon ein bisschen irgendwie Arbeit, auch da irgendwie hinzukommen. Ja, aber es ist halt, gerade bei der Langstrecke ist es auch viel Kopfsache, gell? Wenn du läufst, das läuft nicht nur der Körper, der Kopf ist auch ein Muskel. Und wenn da was nicht passt, dann geht es einfach nicht. Ich bin deswegen ein bisschen verwirrt oder verwundert drüber, weil
nehmen wir mal an, ganz, ganz skurriles Renngeschehen und ganz, ganz wüster Rennverlauf und mich spült es plötzlich einmal in die Top 5. Aus, keine Ahnung, wie gesagt, komischen Gründen. Vorne ist eine Mure abgegangen und die ersten 94 sind verschüttet worden. Irgendwas. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass bei mir halt dann der Druck aufkommt. Denke, oh mein Gott, ich bin jetzt so weit vorne. Was machen wir jetzt da? Und dass ich dann mir selber einen Druck aufbaue. Wenn ich mir deine Rennhistorie anschaue, so gerade ob, ich würde mal sagen, 2019, bist du ja, also ist es für dich gar keine ungewohnte Situation, dass du sagst, naja, vor mir sind halt noch zwei oder vier oder keiner. Das heißt, du bist es ja, also für dich ist es, glaube ich, gar nicht so ungewohnt, dass du halt einer von den vorn bist. Deswegen bin ich so verwirrt gewesen jetzt da. Ja, na, überhaupt nicht. Na, aber es haben sich ein paar Umstände geändert. Also ich bin dann eigentlich fix in das Adidas-Team gekommen. Und dann im letzten Jahr bin ich dann in Bildungskarenz gegangen, weil sich das ergeben hat. Und dann hast du irgendwie so das Gefühl, jetzt musst du liefern. Also früher war ich so eher unterwegs, mir war das scheißegal, so blöd gesagt. Gell? Ich bin gerannt und habe mich eine Woche vorm Rennen auf ein Rennen angemeldet, bin einfach gelaufen und es war mir völlig wurscht. Und der Druck kam dann halt eben so mit den Umständen, wo ich gedacht habe, ja gut, jetzt wird es ein bisschen professioneller, jetzt sollte ich auch oder jetzt muss ich auch. Mhm. Und das war also für mich, also als Typ, also es gibt ja verschiedene Typen und ich bin einfach, glaube ich, nicht für sowas geschaffen, wo es halt darum geht, du musst oder du hast irgendwie doch einen gewissen Druck oder eine Verantwortung auch, gell? Wenn du, sag ich mal, für einen Ausstatter läufst, der erwartet natürlich auch, hey, pass auf, vielleicht sollten die Rennen und die Rennen laufen oder, und natürlich muss man ja auch abliefern, gell? Es ist ja nicht so, man wird nicht ausgestattet oder unterstützt, nur weil man jetzt so läuft, wie man Bock hat, sondern es ist eine gewisse Verantwortung auch oder eine Aufgabe, die man dann halt irgendwie auch zu erfüllen hat, gell? Naja, natürlich, ich meine, nachdem jetzt da halt mehr Geld ins Spiel kommt oder in dieses Trailrunning-Game kommt und jetzt die ganzen Ausstatter und Sponsoren halt auch aufsteigen. Das ist auch neu. Mehr kommen, sagen wir mal so. Weil eben, es ist ja letztendlich auch ein Geschäft, darf man nicht vergessen. Und manche sind halt schon seit 15, 20 Jahren da. Mir wurde jetzt nichts gesagt, du musst liefern oder so. Das ist ein Druck, den man sich meistens selber aber mehr macht, als dass man den kriegt. Weil den Druck, den kriegt man in der Form eigentlich nicht zu spüren. Es ist halt einfach Erwartungshaltung von einem selber auch. Zumindest und es gehört halt auch dazu. Also du kannst ja auch nicht, sag ich mal, zum Job gehen und sagen, ja, jetzt mache ich halt so 50%. Sondern wenn du hast ja auch im Job eine gewisse Verantwortung, gell? Und der musst du irgendwie auch gerecht werden. Und ich finde, es ist halt auch nur fair, wenn man halt eben die Chance hat. Ich meine, Läufer gibt es genug, die gut sind, gell? Ja. Und deswegen, das gehört halt irgendwie dazu, gell? Dass irgendwie ein gewisser Druck da ist, den man sich auch selber macht. Und ist ja irgendwie auch berechtigt, weil, gell, also. Aber das ist wie im Job, man natürlich. Ich will nicht behaupten, dass ich in meinem Job noch nie Menschen gesehen habe, die das tun, wofür sie, also die kriegen für ihre Anwesenheit und für bemühtes Anwesensein gezahlt. Und manche verhalten sich ja so. Die sind bemüht anwesend. Und ja, kann man machen und man kommt so wahrscheinlich auch bis zur Pension irgendwie durch. Aber du wirst halt damit im Job auch nichts reißen, großartig. Also du wirst dann auch einfach nur dabei sein. Und wenn du aber was erreichen willst oder gut sein willst in deinem Job, musst du halt auch ein bisschen so eine intrinsische Motivation haben. Und das ist beim Laufen wahrscheinlich auch so. Du kannst schon irgendwie ins Ziel kommen. Genau. Man kann ins Ziel kommen, kann man immer. Du kannst ja auch ins Ziel spazieren. Aber es geht eben darum, so schnell wie möglich ins Ziel zu kommen. Und wie du sagst, man ist ja nicht da zum Spazieren gehen, gell? Also es ist irgendwie die Aufgabe, okay, ich gehe da hin, das ist jetzt das Rennen. Genau. Und da will ich performen oder ich sollte performen, gell? Und ja,
Na, wenn du sagst, du laufst jetzt da, weiß ich nicht, ein Rennen gemütlich mit drei Freunden und ihr sagt, hey, macht euch einen lustigen Tag in den Berg im Rahmen eines Rennens, warum auch nicht? Kann dann, man auch machen, ja. Genau, dann weiß man das vorher, dann legt man das so an und alles ist gut. Und wenn du sagst, okay, ich laufe jetzt aber in Madeira und ich möchte abliefern, dann wirst du das wahrscheinlich eher nicht irgendwie gemütlich in der dritten Startwelle angehen, sondern sagen, okay. Und du bist ja auch auf wenn ich mir das so anschaue, in der Länge unterwegs, wo es halt echt zügig zur Sache geht. Also so 30 Kilometer, 50 Kilometer, 60, 70 Kilometer. Also die Geschichten, die ja, weiß nicht, wo sind wir da in der Rennlänge? 2,5 bis 7 Stunden vielleicht, so um den Dreh, je nachdem, wie das Streckenprofil ist, aber ja, genau, ja. Nicht länger wie ein Arbeitstag halt. Ja, ja, ein kurzer Arbeitstag. Genau. Ja, genau. Ein sehr intensiver, aber ein kurzer Arbeitstag. Genau. Ist das quasi deine Art, wie du gern Rennen läufst, also wirklich, weil das sind ja alles Sachen, wenn ich mir das anschaue, das ist ja alles an der Schwelle, läufst das ja alles. Also das ist ja nicht irgendwie 140er Puls, sondern. Ja, da läuft man schon recht intensiv, ja. Also da ist man echt schnell unterwegs und eben, ich habe mich an den 100ern schon probiert, dann irgendwie ist das noch nicht so aufgegangen, wie ich es mir vorgestellt habe, weil ich mag auch langlaufen. Aber ich muss schon sagen, auch die Geschwindigkeit, die reizt mir auch. Also da habe ich auch schon Bock, irgendwie schnell zu laufen. Gell? Also das hat auch so seinen Reiz. Und ich glaube eben so die 60 Kilometer treffen so dieses Schnelle und Lange genau in der Mitte. Also es ist lang, man ist nicht super schnell am Weg, aber man ist trotzdem noch irgendwie so am Weg, dass man sich schnell fühlt, sagen wir mal so. Da könnt ihr jetzt so sagen, im März gibt es den Lindkogel Trail in Niederösterreich mit 54 Kilometer. Aber du hast da sicher keine Zeit. Nein, leider, das Jahr geht es sich leider nicht aus. Nein. Oh, Amplus weiter vorne. Nein, aber wär cool, weil der, wenn du dir den einmal anschaust, der ist nämlich wirklich ganz, ganz geil. Mhm. Weil der hat nur 2.500 Höhenmeter oder so. Okay. Oder 2,3 auf 54 Kilometer. Also der ist. So wie Karwendelmarsch eigentlich, sehr, sehr ähnlich. Der ist wirklich bis auf, ja, die Eva Sperger ist, glaube ich, letztes Jahr bis auf 70 Meter alles gelaufen, aber grundsätzlich würde ich sagen, du hast ein, zwei Anstiege, das gehst, aber der Rest ist echt super zum Laufen. Ah, cool. Ja, also da ist nichts drinnen, wo du sagst, oh, du musst jetzt 8 Kilometer am Stück gehen, weil es ist einfach zu steil bergauf oder so. Aber man sagt ja auch immer so schön, alles ist laufbar, gell? Also, genau. Aber für 23 habe ich ja gesehen, du bist zumindest wieder für einen 100er angemeldet im September. Im Meierhofen Ultrax. Bin ich angemeldet, tatsächlich. Bist du nicht? Na, also ich wollte letztes Jahr laufen quasi, das ist in der Berliner Höhenweg. Jetzt bin ich verwirrt, weil auf der Meierhof Ultra gesagt. Weil ich bin eben letztes Jahr schon dann nicht, konnte er nicht stattfinden, weil eben das Wetter schlecht war. Weil er geht am Berliner Höhenweg entlang. Ja, ja, ja. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt ins nächste Jahr übertragen wurde. Ich habe ehrlich gesagt. Offensichtlich. Ja, wirklich. 2023, Startliste. Ja. Ja, gut zu wissen jetzt. 8. September. Toi, toi, toi. Ja, dann. Was man alles über einen Podcast erfährt, gell? Auch spannend. Ja. Wenn du jetzt sagst, ja, aber eigentlich wollte ich bei den UTMB-Rennen auch mitlaufen irgendwo. Na, da bin ich nicht angemeldet. Na. Gut so, das wäre nämlich eine Woche davor. Ja, yeah. vom Datum her würde es gut passen. Also, wenn ich eh in der Startliste bin, also, eh gut. Ist auch schon wurscht. Leider, die Strecke ist ja sensationell, gell? Also, ich weiß nicht, ob du den Berliner Höhenweg kennst. Das ist leider Traum, noch nicht gelaufen. Wir haben allerdings jetzt die Christine Berglund da gehabt. Und die hat ja dort die schnellste Zeit bei den Frauen momentan. Ja, ich glaube, die Steffi Kröll ist ein bisschen schneller gelaufen. Oh, weil, ist sie war die erste Frau, die unter 24 war.
Genau, ja. Die ist als erstes gelaufen. Und dann irgendwie eine Woche später oder so ist dann die Steffi Kröll, die ist aus dem Zillertal. Und die ist dann, glaube ich, ein bisschen schneller gelaufen. Mit der Kamera begleitet, da gibt es ein Video davon. Gibt es ein Video davon? Ja, genau. Ja, da gibt es ein Video davon, das habe ich gesehen. Stimmt, wenn ihr das nochmal findet, werde ich das auch irgendwie verlinken. Aber ja, der Berliner Höhlenweg, irgendwann möchte ich mir den auch anschauen. Weil er halt sehr schön sein soll. Ich habe nur Videos gesehen davon, aber war noch nie dort. Na, lohnt sich auch quasi, wenn du hinfährst für, sag ich mal, keine Ahnung, für 4 Tage, nimmst du einen kleinen Rucksack mit einem Minischlafsack mit rein oder so einen Hüttenschlafsack und dann bist du einfach ein bisschen unterwegs. Man kann es auch genussvoll machen, gell? Weil ich meine, wenn man es in 4 Tage teilt, ist auch schon anspruchsvoll genug, würde ich sagen. Ja, ich habe es nicht mit, also das mit diesem genussvoll am Berg. Ich laufe am Berg, damit ich fertig wäre. Es sind halt Steinerhaufen, die im Weg sind. Nur, was ist jetzt dieses Jahr sonst so, wenn du jetzt in der Nähe von Innsbruck unterwegs, also in Tirol unterwegs bist, dieses Jahr am Tablett, so Richtung WM, wirst du dabei sein, da in dem ganzen Rundherum, also IRTF, WM, das begleiten, oder ist es nicht so deins? Doch, also das momentane Ziel momentan ist, zu schauen, dass ich in die Auswahl reinkomme. Da ist ja jetzt am 1. April beim Naturns Ötzi Trailrun, ist quasi so ein Sichtungsrennen vom DLV. Das habe ich mitgekriegt, der ist sehr spät, gell? Ja, 1. April ist der. Ja, eben, aber da ist das Sichtungsrennen im April und dann wirst bis, keine Ahnung, irgendwann im April, Mai das Bescheid kriegen. Ja, genau, ich glaube im Mai, Anfang Mai oder so, da steht in den Statuten zumindest drin, dass dann irgendwann so das quasi mal irgendwie nominiert wird oder halt nicht. Ja. Aber wie schon gesagt, abgesehen davon ist eigentlich relativ egal, also das ist jetzt aktuell das Ziel und ich schaue, dass ich das schaffe, irgendwie eben mich da in der Turn so gut wie es geht zu präsentieren. Und ist das für beide Längen, also für kurz und lang, also für den Trail short und lang, oder ist das nur für eins? Ich kenne mich da mit diesen Statuten und Auswahlverfahren von Verbänden so gar nicht aus. Ja, das ist ein bisschen kompliziert, glaube ich. Das ist, glaube ich, bei jedem Verband anders geregelt. Also derjenige, der dafür zuständig ist, der hat da, glaube ich, irgendwie so ein Pool quasi so mehr oder weniger ausgesucht, die in Frage kämen, für welche Distanzen. Und ich weiß gar nicht, wie er das dann letztendlich wählt. Bei mir ist es jetzt so, dass ich habe mit dem Herrn telefoniert und er hat gemeint, ja, ich bin eher für die 44 da in diesem Pool drin. Ich habe halt gemeint, ich würd schon gerne die 88 laufen, weil so eben meine Lieblingsdistanz ist halt so die 60. Und jetzt im Frühjahr laufe ich noch ein 60er oder zumindest im April, noch Ende April ein 60er. Das wäre eigentlich eine gute Vorbereitung dann für das Rennen in Innsbruck fürs Lange. Aber wie es letztendlich gewählt wird, das weiß ich leider nicht. Das ist ja eigentlich alles ein bisschen kompliziert. Also, Was ich mitgekriegt habe, ist jetzt auf jeden Fall die Rosanna Buchauer, die ist im deutschen A-Kader. Die war aber auch jetzt bei der WM ja dabei und auch erfolgreich. Genau, richtig, Dann im A-Kader bei den Männern ist bis jetzt dann nur der Benedikt Hoffmann. Genau. Wenn ich mich nicht auf keine Ahnung, welcher Strecken oder ob das überhaupt schon festgelegt ist. Weiß ich auch gar nicht, ja. Und im B-Kader, also was ein bisschen komisch ist, im Perspektivkader der Hannes Namberger, wo man sich denkt, puh, Kinder, der hat auch schon so quasi alles gewonnen, gell? Ja. Und der ist nicht gesetzt, also und sonst noch keiner in Österreich. Weiß ich nicht, ob es überhaupt schon veröffentlicht ist. Ich habe jetzt gelesen, diese Tage, dass irgendwie 60 Nominierungen oder 60, also ein Pool von 60 Leuten gibt, gesamt, also für Berglauf und Trailrunning. Aber es ist ein bisschen komisch. Ich glaube aber, das hat sehr viel damit zu tun, dass das Trailrunning und Berglauf nicht olympisch ist und das zumindest in Deutschland und Österreich dann
irgendwie an dem Sponsoring in den Leichtathletikvereinen dranhängt und dann haben sie für diese Sparten weniger Geld und wenn sie weniger Geld dafür haben, dann können sie nicht so viele Leute nominieren, weil dann müssen sie denen auch irgendwas quasi Unterstützung geben. Aber wir werden uns da vor der WM noch jemanden vom Verband krallen und das nochmal erheben und erklären lassen, weil für mich ist das ein Buch mit 1000 Siegeln, nicht nur mit 7. ich habe nur von der Sandrina Illes vom Duathlon das mitgekriegt, der auch gesagt hat, in Österreich ist das so eine Randsportart irgendwo und in Frankreich sind das irgendwie Angestellte vom Staat. Und deswegen ist da ist die ganze Verbandsstruktur ganz anders. Und deswegen, und deswegen kommen die auch ganz anders, in einer ganz anderen Mannschaftsstärke zu solchen Veranstaltungen. Und im Trail ist es ja auch so. Italien und Frankreich kommen ja mit, weiß ich nicht, 80 Leute oder so. Ja, eben. Das finde ich aber ein bisschen schade, weil eben es ist ja mehr oder weniger Heim-WM und viele Leute, sage ich mal, die auch jetzt perspektivisch dabei wären oder dabei sein könnten, die leben dort oder es wären ja, sag ich mal, was die Kosten angeht, ich glaube, das wäre überhaupt kein Aufwand und gerade wenn es halt, sag ich mal, die Heim-WM ist oder, sag ich mal, Innsbruck, sehe ich auch einfach als... Für jeden Deutschen quasi, also der im Trail unterwegs ist, ist es quasi eine Heim-WM, weil da sind ja 80% davon kommen dann aus Garmisch oder so. Das ist ja, genau. die schlafen wahrscheinlich sogar daheim. Na eben, das wird schon gehen. Ich meine, natürlich, es gibt halt so, es ist halt einfach, es wird halt irgendwie geregelt, gell? Irgendwie jedes Land macht das anders. Und ich glaube, in Deutschland ist es so, dass irgendwie am DLV dranhängt, eben am Deutschen Leichtathletikverband. Und da sind vielleicht die Nominierungskriterien ganz andere. Und da zählen dann vielleicht so Rennen wie ein UTMB oder... wie du schon erwähnt hast, Hannes Namberger, der hat ja eigentlich schon alle großen Rennen, die es gibt, gewonnen. Die weiß nicht, ob die da nicht zählen oder so, weil normalerweise ist das ein Unding, dass jemand wie er dann eben nicht automatisch dabei ist. Gell? Das ist halt, ja. Ich finde, deswegen habe ich das vorher gesagt mit dem Nominierungsrennen, dass es so spät ist, dass es komisch ist, weil wenn du jetzt da eben die Vollprofis hernimmst in dem Sport, jetzt landunabhängig, aber gerade auf einen 80 Kilometer, wenn du jetzt auf der kurze, der geht ja vielleicht noch, dass du kurzfristiger planst, wenn du auf die 30, 40 Kilometer startest. Mhm. Aber wenn du auf dem 80er startest, dann sind deine anderen Hauptrennen im Jahr wahrscheinlich auch 80er oder 100er und davon machst du halt nicht alle 4 Wochen eins. Na eben, genau. Und wenn dann auch Und so Leute wie, weiß nicht, der François Arden, der Kilian Jornet, der Jim Walmsley und wie sie nicht alle heißen, denen kannst du nicht immer prüfen. Also, wir sind uns noch nicht ganz sicher, ob du im Juni starten kannst, aber halt einmal die Saison offen. Weil die werden dann auch die Sponsoren rundherum oder die Hersteller, die sagen noch, hoch zu. Mhm. Es wäre schon gut, wenn du 3 Rennen im Jahr wenigstens machst. Und sicher, uns vertrittst dort. Weil, und bei der WM vertrittst du dann den Sponsor auch nicht. Nein, da vertrittst du dein Land. Dann ist es scheißegal, ob du für dieses oder jenen Hersteller normalerweise laufst. Die Schuhe darfst du anhaben, ja, wahrscheinlich. Dein Equipment, aber sonst. Also deswegen finde ich das mit der kurzen Vorlaufzeit ein bisschen komisch. Aber... Ich bin schon sehr gespannt. Ja, ich habe es mir halt, sag ich mal, so offen gehalten. Ich habe mir halt gesagt, das ist jetzt das Ziel, also mehr oder weniger. Und ich mache es jetzt unabhängig davon, ob ich jetzt nominiert werde oder nicht. Ich versuche es und das beeinflusst jetzt den Rest meiner Saison jetzt nicht groß, zum Glück. Aber eben, wie du sagst, es gibt Leute, die betrifft es, gell? Also wie du sagst, ein 80er, den kannst du nicht spontan sagen, jetzt mache ich mal spontan 80 und in 2 Wochen vielleicht auch nochmal oder so, sondern... Ja. Da gehört schon längerfristig geplant, das stimmt, ja. Naja, das Problem ist halt, wenn du jetzt noch nicht, wenn du zum Beispiel in UTMB auf deiner Playlist hättest für das Jahr und du bist noch nicht qualifiziert und du wirst dich qualifizieren über ich gewinne ein UTMB-Rennen, dann muss ich das im Frühjahr laufen. Ja, genau, und, ja. Und dann wird es halt eng, weil dann, wenn du 100 Meiler im Frühjahr laufen willst, dann wird die WM halt ein bisschen komisch. Wobei, wenn du sagst, du möchtest bei der WM starten, was ich sehr hoffe, weil dann sehen wir uns ja hoffentlich auch dort, weil wir werden vor Ort sein,
Und wenn jetzt, sollte es wieder erwarten, nicht gut gehen, kannst du ja zumindest sagen, na gut, dann laufe ich halt beim IATF. Theoretisch, ja, wäre eine Idee. Tag ja. Vorher oder so. Selbe Distanz, ähnliche Strecke. Na, also Alternative wird es sicher geben. Oder also zuschauen werde ich so oder so. Also das, ich meine, das ist halt ein Riesen-Highlight, finde ich. Also ich finde es halt schon was sehr Besonderes. Das gibt es halt jetzt, das wird es, glaube ich, nicht nochmal geben, dass es in Innsbruck quasi in, mehr oder weniger in der Stadt, in der ich lebe, auch wenn ich jetzt am Aachensee lebe, aber ich habe da jetzt die letzten 3 Jahre gelebt, da findet eine WM statt, das ist schon richtig cool. Also da, deswegen freue ich mich auch unheimlich drauf, wenn dann alle Länder kommen und so. Das ist schon was Besonderes einfach. Im Chamonix Österreichs quasi. Sozusagen, ja. Nein, wir freuen uns ja sehr, wir dürfen ja die ganze WM als Podcast begleiten und werden jeden Tag senden, quasi ja, von cool. dort. Mhm. Und haben jetzt auch schon unsere Zimmer gebucht, weil wir gesagt haben, das wird hinten raus wahrscheinlich auch ein bisschen mühsamer werden. Das oder stimmt, von weiter weg. Und wir sind jetzt da gut untergekommen, wenn wir das gesehen haben. Aber wird sicher cool und ich gehe einfach einmal davon aus, dass du dort startest. Weil, ja, es ist schon nicht, also man muss schon sagen, es gibt schon viele schnelle Jungs, gell? Also Kindergeburtstag wird es nicht. Also, da bemüht sich halt ein bisschen. Was meinst du? Da bemüht sich halt ein bisschen. Ja, genau. Hey, danke für den Tipp. Hey. Also, einfach mal gescheit laufen. Ja, genau. Ja. Dann geht das schon. Na, also wie schon gesagt, gell? Also man gibt schon alles, was am Ende dabei rauskommt, das sehen wir dann. Ja, nein, vor allem und mehr als quasi alles reinschmeißen kannst du ja eh nicht. Also, na eben, genau. Und man muss ja dazu sagen, du bist ja jetzt der kein Spaziergeher, weil du hast dann, weiß nicht, was haben wir gesagt, 840er ITRA-Score, den kriegst du auch nicht nachgeschmissen. So ist es jetzt auch wieder nicht. Ja, den muss man sich schon erarbeiten, das stimmt, ja. Also, eben, also, puh. Ich bin froh, wenn ich irgendwann einmal in meinem Leben bei 700 ankomme. So, da sind wir weit weg. Aber wie kriegst du dann, wenn du sowas oder so fokussiert auf so Sachen losgehst und hintrainierst, weil das machst du nicht nebenbei und sagst so, ah ja, jetzt hier WM und puh, in 4 Wochen gar einmal dort was gewinnen. Wie bringst du dann so Sachen unter, wie die Geschichte, dass du unsupported irgendwie, wie du es gemacht hast, von Innsbruck nach Nizza laufst? Ich meine, das ist jetzt dann nichts, was eben an einem Wochenende machst, sondern du warst, glaube ich, 16 Tage unterwegs. Ja, genau, 16 Tage, ja. Weil in manchen Medien steht irgendwie 21 Tage, aber ich glaube, das war nur der ursprüngliche Plan, gell? Das war der ursprüngliche Plan, ja. Es war dann noch ein bisschen schneller. ja, es unterzubringen ist schwierig, gell, weil das beeinflusst sich beides, glaube ich, ein bisschen negativ, weil so lange Reise, also es ist eher eine Reise, würde ich sagen, die nimmt dich körperlich schon mal mit und vom Kopf her brauchst du dann auch erstmal ein bisschen Pause, bis du dann wieder laufen kannst. Aber mir gefallen die Sachen halt einfach und man muss es halt, sag ich mal, ein bisschen timen, gell? Also ich habe es jetzt für das Jahr wieder so gemacht oder mir überlegt, das erste halbe Jahr ist Wettkampfsaison, das zweite halbe Jahr ist Abenteuersaison. Okay. In der Form versuche ich das zu strukturieren, weil mir so unsupported Sachen unheimlich gut gefallen. Weißt du, bist einfach unterwegs, hast der Ruhe, hast alles, was du brauchst am Rücken. Und es ist einfach auch wie Urlaub, gell? Also sportlicher Urlaub. wie lang brauchst du nach dem Urlaub, bis dein Körper wieder, ich würde es nicht sagen, voll belastbar ist, sondern bis du merkst, okay, Jetzt tue ich ihm nicht mehr weh, wenn ich wieder zum Trainieren anfange. Weil nach einem 100 Kilometer oder 100 Meilen Lauf sind ja die meisten auch 3-4 Wochen einmal ein bisschen auf rohen Eiern unterwegs. Und wenn man jetzt sagt, okay, noch länger, wie viel länger wird dann die Erholungszeit? Boah, das war alles Gefühlssache, gell? Das kann ich eigentlich gar nicht so genau sagen. Ich habe mir eigentlich gar keinen Kopf gemacht, wann ich anfange, sondern ich habe das einfach passieren lassen. Also ich bin am Anfang halt ein bisschen geradelt. Kurz darauf habe ich mit meiner Frau da einen kleinen Radurlaub gemacht.
Und dann ist es eigentlich von alleine passiert, dass du, wenn, also ich finde, die Lust aufs Laufen, wenn die wiederkommt, dann ist es eigentlich der richtige Zeitpunkt. Also ich habe oft das Gefühl, also auch wenn man mit dem Trainingsplan oder so trainiert, man verliert so ein bisschen auch das Gefühl für den Körper, weil man hat eine Vorgabe, die macht man, und das ist wie in die Arbeit gehen, und du gehst einfach arbeiten, und oft merkst du gar nicht, dass es manchmal zu viel ist, weißt, und das summiert sich dann über die Wochen, Monate und so weiter. Und in der Zeit habe ich einfach überhaupt keinen Trainingsplan gehabt oder so, ich bin nur nach Gefühl gegangen, und das ist einfach, finde ich, der beste Berater, weil du hast ja keinen Einfluss von außen, der dir sagt, ah, das solltest du jetzt machen, sondern du hörst nicht rein und du hast Bock, dann heißt ja, eigentlich ist der Körper und der Kopf wieder bereit und fängst dann einfach wieder langsam an. Und du wirst auch schnell merken, wenn es dann wieder zu viel ist. Also wenn du dann merkst, boah, jetzt fühle ich mich wieder müde, dann gehst du halt wieder ein bisschen schwimmen, ein bisschen radeln oder gar nichts tun, gell? Also, aber ich glaube, so 3-4 Wochen hat es dann bei mir gedauert. Und dann ging es auch wieder relativ schnell, dass man dann, sei mal, recht erholt war und wieder richtig Lust hatte, was zu machen. Bist du sonst der Trainingsplan, oder nicht Trainingsplan gesteuert, sondern fremdgesteuert? Also sprich, dass du einen Trainingsplan hast, davon gehe ich einmal aus. Nur schreibst du ihn dir, oder hast du einen Trainer oder Trainerin, den dir schreibt? Ich habe 2 Jahre lang einen Trainer gehabt. Und eben die Gründe, die ich genannt habe, dieses nur noch von außen, also man vergisst irgendwie auf sich selber zu hören, finde ich, weil man gibt die Aufgabe ab irgendwie, und ich bin halt auch ein gewissenhafter Mensch, weißt du, man arbeitet, das tut es einfach abarbeiten, das ist so, es wird halt jetzt gemacht, ja. Das steht da drauf, gell? Genau. Und dieses eigene Körpergefühl zu befragen, das hat dann einfach gefehlt, und ich habe dann im letzten Jahr, dann im Sommer, habe ich dann gesagt, na, ich brauche wieder mehr das Gefühl, und ich habe über die 2 Jahre auch unheimlich viel gelernt, was bei mir funktioniert und was nicht funktioniert. Und jetzt strukturiere ich mir mein Training selber. Also ich trainiere sehr ähnlich, wie ich trainiert habe die letzten 2 Jahre, aber viel, viel mehr nach Gefühl und von Tag zu Tag schauen. Also ich mache mir jede Woche so einen Plan. Selber bei Training Peaks, also ich bin auch Trainer. Also du bist als der Coach, eigene Trainer bei dir. Genau, bin auch tatsächlich als Coach tätig, aber ich habe mich als Athleten selber also auf der Coach-Plattform quasi, und ich schreibe mir dann selber den Plan. Es hilft wahrscheinlich sogar, weil wenn man nur als Athlet dort ist, also ich habe erst vor einem Jahr, vor einem Jahr habe ich mit dem Trainer angefangen, weil wenn ich nach meinem Gefühl gehe, wenn ich trainiere, dann mache ich so wie vorher, nämlich gar nicht. Also 5 Tage Pausetag. 2 Tage am Wochenende volle Kanne und lustig und dann wieder 5 Tage Pausetag. Krafttraining machen wir gar nicht, Ausgleichstraining, wenn interessiert, und entweder 170er, 180er Puls, Vollgas oder einfach Long Jog. Fertig. Ja, perfekt. Ja, also im Kopf super. Ja. Für den Körper semi. Ja, das merkt man, dass das dann so funktioniert. Gell? Aber wenn du dich quasi selber mit der Trainerbrille siehst, bist du dann zu dir selbst auch so, wie du zu deinen Athleten sonst bist? Oder bist du dann bei dir selber ein bisschen schleißiger oder ein bisschen strenger oder sagst, ah ja, also das macht einfach keinen Spaß, das lassen wir mal weg bei mir. Na, überhaupt nicht. Also es gibt keine Einheit, die mir, also in dem Sinne, keinen Spaß macht, weil, also ohne Witz, also ich habe an jeder Einheit Spaß, egal ob hart, locker, lang, also ich mache alles gern. Und bei mir verfolge ich so ein bisschen so die Philosophie, also das nach Gefühl gehen ist ganz wichtig, und das ist bei mir auch ganz wichtig, wenn ich mit den Athleten zusammenarbeite. Ich selbst bin auch im pädagogischen Bereich tätig, also viel reden, viel reinspüren, und bin einfach auch so ein Gefühlsmensch. Und so mache ich das auch bei mir. Ich muss mich nicht extra motivieren oder streng sein. Und meine Athleten muss ich jetzt auch nicht unbedingt motivieren oder streng sein, weil jeder hat so sein Ziel, auf das er hinarbeitet. Da muss man vielleicht immer mal wieder erinnert werden, oder ich erinnere mich eigentlich jeden Tag dran. Also bei mir ist jeden Tag so, okay, gibt natürlich Tage, wo du dann denkst, boah, hey, heute, es pisst und es ist kalt. Ja. Aber dann denke ich halt immer, okay, 1. April, Naturns Ötzi, da muss ich abliefern. Ja, dann stellt sich die Frage nicht mehr. Also dann bist du gleich draußen. Also
Also du hast für dich selber einfach so ein starkes Ziel quasi, dass du dich auch Ende Jänner so in den Arsch treten kannst, dass du sagst, okay, -4 Grad, Schneeregen, super, wollte ich immer schon mal Intervalle machen gehen. Ja, absolut, ja. Also, absolut. Na, das klingt verrückt. Also, weiß nicht. Also, ich glaube, viele Athleten sind da ähnlich, gell? Aber mir macht das Spaß. Also, und gerade auch dieses nach Körpergefühl hören und immer, also, wenn ich nicht bereit für Intervalle bin, weil, warum auch immer, dann mache ich es ja auch nicht. Also, das hat eher einen Grund. Also, ich stehe auf und merke, okay, irgendwas, ich bin nicht bereit dafür. Aber wenn ich bereit dafür bin und Bock habe, dann hat für mich so die Einheit die doppelte Wirkung, weil ich habe Bock drauf und ich fühle es ja ganz anders aus, als wenn Eier steht drin, ich muss es jetzt machen. Ja. Und das ist so die Stärke, die ich im Training für mich selber erkannt habe. Und auch wie ich halt jetzt, sage ich mal, im letzten Frühjahr, ich habe so ein bisschen eben die Probleme, die ich dann hatte mit den Hundertern, Finishen, und hinterfragt man viel und überlegt, woher kommt das? Und dann hat man überlegt, okay, wie hat man sich auch im Training gefühlt oder wie hat man trainiert? Und dann bin ich auch wieder dahin zurückgekommen, dass im Frühjahr 2022, da ist alles so einfach gegangen, weil vielleicht gewisse Ziele da waren oder die Motivation eine andere war, weil es ja auch unheimlich wichtig ist, wenn man jeden Tag rausgeht und auf etwas hinarbeitet und nicht einfach nur leer und sinnlos, sage ich mal, trainiert, weil es halt drinsteht. Ja. Und das ist echt unglaublich, also mit wie viel mehr Energie man dabei ist, wenn man ganz genau weiß, wofür das dann auch ist. Ja, das ist wahrscheinlich auch das, warum diese Abenteuer, wie du es vorher gesagt hast, mit ich gehe jetzt einmal 16 Tage spazieren oder laufen. Ich glaube nicht, dass du die ganze Zeit dort hart am Racen warst, sondern dass es eher ein Erleben war. Nein, das war schon schön. Also das ist natürlich auch hart, aber anders hart, gell? Ja. Und da weißt du ja, warum du das tust. Ich meine, erstens natürlich, du hast ein Ziel, du willst wo ankommen. Mhm. Aber ich glaube, da speist sich die Motivation ja während des Rennens oder des Laufs selbst. Weil du immer wieder woanders hinkommst, was auch geil ist. Und dann hast du am nächsten Berg, was wieder geil ist. Und es ist irgendwie so, ich weiß nicht, das ist für mich so. Weil viele auch immer gefragt werden, ja, warum läufst du, warum machst du? Es ist so für mich so, wie Schlafen, Essen, gehört Laufen irgendwie dazu oder die Bewegung. Und das ist so unglaubliches, so ein Gefühl, wenn du da irgendwie allein bist und alles auf dem Rücken hast und dir alles selber organisieren musst. Du bist einfach so, in Englisch würde man raw sagen. So, wie sagt man das in Deutsch? Also so. Weißt du, was ich meine? Das Gefühl ist einfach so unglaublich mächtig, wenn du da einfach so die komplette Kontrolle über dich selber hast und einfach nur das, ja, das kann man eigentlich gar nicht beschreiben, das ist einfach so ein geiles Gefühl. Ja, du hast die Kontrolle über dich selbst und du musst dich aber auch nur auf das absolut Wesentliche konzentrieren. Essen, trinken, fortbewegen, fertig. Und ab und zu austreten. Ja. Ja, auch das, ja. Aber das war es dann im Endeffekt, weil da ist sonst nichts, worum es dich kümmern musst jetzt im Moment. Und das ist auch das Coole, weil gerade diese kleinsten Herausforderungen, die für uns im Alltag halt so normal sind, Essen, Kühlschrank auf, zack, Klo auf die Schüssel, zack, ins Bett schlafen, gell? Die klassischen Dinge, die für uns im Alltag so selbstverständlich sind, werden zu einer Herausforderung selbst, gell? Also, fuck, wo kriege ich das Essen her? Wo schlafe ich denn jetzt überhaupt? Wo gehe ich jetzt aufs Klo? Also so die ganz elementaren Dinge des Lebens werden dann auf einmal Riesenherausforderungen. Das ist auch total cool. Ja, und du bist ja, also um alle ins Boot zu holen, jetzt nicht genau wissen, was du gemacht hast. Du bist von Innsbruck nach Nizza unsupported gelaufen. Mhm. Soll heißen, unsupported heißt nicht du, oder self-supported in dem Fall, oder? Würde man es jetzt, also FKT-Sprech wäre es jetzt der Self-Supported, weil du hast ja Sachen zum Essen und Trinken organisiert. Oder ja, ich glaube, ich muss schon irgendwie normal irgendwo zum Supermarkt und so, aber ich glaube, das ist tatsächlich unsupported. Ich glaube, Self-Supported ist, wenn du, also ich bin mir nicht sicher, aber wenn man wirklich nur die Dinge aus der Natur nimmt oder die halt nicht irgendwie. Nein, ich glaube unsupported ist, dass du nur Wasser
irgendwie dir holen darfst, aber du musst alles an Essen mithaben. Ah, okay. Self-supported ist, du darfst halt dir was zum Essen und zum Trinken kaufen, was auch immer, aber das, aber es darf niemand mit dir mitkommen. Also im Sinne von nicht einmal ein Kameramann, weil der könnte dir ja Unterstützung geben oder Windschatten oder ich habe keine Ahnung. Und weil das gilt dann alles schon als supported. Egal wie viel Support das du kriegst. Aber natürlich, wenn ich mich um alles selber kümmere, ist es sort of unsupported. Das ist halt so. Ja, nee, und also wenn man ganz, wenn ich es jetzt ganz genau nehme, also die erste Etappe ist meine Frau damals mit dem Radl mitgefahren bis Imst. Ja. Und hat meinen Rucksack tragen. Also ich habe das jetzt auch nicht als FKT gemacht oder so, sondern das war für mich eben ein kleines Abenteuer. Und da war mir es völlig wurscht. Und wenn jemand unterwegs mir jetzt eine Banane geben hätte, weil ich so ausgehungert ausschaue, dann hätte ich die auch angenommen. Wobei, lustigerweise, ganz, ganz lustige, lustiger Sidestep, da gab es dieses, also bei der letzten Austragung hat er von dem Transcontinental Race am Radl hat der Christoph Strasser ja mitgemacht und der hat es gewonnen. Und sie haben darüber diskutiert, ob er irgendwie eine Zeitstrafe oder kriegen soll oder irgendwas, weil er am Mitbewerber, der Zweiter, glaube ich, geworden ist nachher, er hat irgendwo, mitten in der Pampa, ist er wo reingegangen, hat sich was zum Trinken geholt, ist rausgegangen und der andere wollte dort drinnen zahlen und die haben keine Karten genommen dort. Und er hat ihm gefragt, ob er einen Euro hat, weil er kann nicht zahlen gerade. Und er hat ihm einen Euro gegeben, glaube ich. Und dann war die Diskussion, weil sie dürfen sich auch gegenseitig quasi nicht unterstützen, ob denn das regelkonform ist. Was du denkst, Kinder, die fahren tausende Kilometer durch nix und der eine gibt dem anderen einen Euro, wollen sie verarschen. Ja, die Geschichte kenne ich tatsächlich, weil ich das Rennen auch verfolgt habe. Es klingt echt absurd, gell, wenn du denkst, die wollten, glaube ich, gemeinsam auch mit einer Cola anstoßen wie du sagst, die Karte ging nicht oder wie auch immer. Aber ich glaube, das Schwierige ist dann auch wieder bei so unsupported oder self-supported Geschichten immer, wo fängt man an und wo hört man auf, gell? Weil natürlich. Ich glaube, das war dann der springende Punkt, aber ich glaube, das hat jetzt nicht viel ausgemacht, die Cola, die sie dann sich geteilt haben oder wie auch immer. Nein, aber es ist halt, also wenn du sowas hörst und dann ins Verhältnis zu dem, was sie da gerade machen, setzt, dann denkst du so, wirklich? Das ist wie wenn er am Schraubenschlüssel geparkt hätte, wenn er sein Radl repariert. Sozusagen, ja. Wie gesagt, für die war das ja kein Wettkampf in dem Sinne oder kein wirklicher FKT-Versuch oder sowas, sondern du hast es ja, glaube ich, nicht zum ersten Mal probiert, sondern du wolltest einfach von A nach B kommen. Und hast es dann ja auch geschafft. Du hast, glaube ich, das auch beschrieben, also zusammengefasst, die ganze Geschichte. Ich würde das gerne verlinken nachher auch noch, weil da kann man das eine oder andere rauslesen, auch für Menschen, die sagen, was hast denn du da alles mitgehabt? Wie schwer war dein Rucksack? was kann ich getrost daheim lassen? Weil meistens hört man, von dem, was mitnehmen willst, lass die Hälfte weg. Die braucht es nicht. Aber absolut. Also was sind da seine deine Sachen, wo du sagst, okay, das war hat super funktioniert, da war ich super blauäugig und hat das mit der Navigation gut funktioniert? Ja, also wenn man erstmal zur Navigation kommt, das war super, weil eben da gibt es ja die ganzen Anbieter der Online-Karten. Und oft musste ich leider umplanen. Also es ist ja nicht so, dass ich eine Route fix gebaut habe und die bin ich dann abgelaufen, sondern ich habe jetzt zum Beispiel am zweiten Tag habe ich mir am Fuß gestoßen und habe so Schmerzen gehabt, dass ich halt jetzt den Höhenweg nicht gehen konnte, sondern musste ins Tal abgehen und musste halt rumhumpeln ein paar Tage, was halt nochmal eine zusätzliche Herausforderung ist. Aber eben mit diesen Kartendiensten, die man dann auch irgendwie offline runterladen kann, hat das super funktioniert. Die haben mir dann auf die Tagesetappen habe ich mir dann abends immer gebaut. Und auf die Uhr geladen und dann bin ich die abgelaufen.
Und das war überhaupt kein Problem. Weil wenn man jetzt sagt 1000 Kilometer, 16 Tage, dann sind wir bei ungefähr 60 Kilometer am Tag. Mhm. Wenn man es jetzt nicht im Rennmodus läuft, sondern ich muss am nächsten Tag dasselbe wieder machen und wieder machen und wieder machen, bist nicht 6 Stunden unterwegs, sondern von mir aus, weiß ich nicht, 10 Stunden, mhm. Hast du dir dann hast du dann im Wald geschlafen, auf einer Bank oder in einem Hotel? Alles dabei gewesen. Okay. Alles da, tatsächlich. Also ich habe viel draußen geschlafen, ich habe einen leichten Schlafsack gehabt. Aus dem Grund, weil es einfach ist. Also du läufst und irgendwann kam der Punkt, okay, jetzt langt's für heute. Mhm. Ich habe jetzt mal Supermarkt-Einkauf gemacht und kann jetzt Abendessen, lege mich auf eine Parkbank. Also super Schlafmöglichkeit ist immer eine Parkbank. Also die funktioniert immer. Aber ich habe mir auch, sage ich mal, manchmal was gegönnt. Also zum Beispiel, als ich in Chamonix ankommen bin, das war so nach einer Woche, da habe ich mir dann auch mal eine schöne Dusche gegönnt, die Klamotten gewaschen und einen Rasierer gekauft und so Geschichten, damit man mal wieder ein bisschen normal ausschaut und sich ein bisschen frischer fühlt, weil es macht natürlich auch was mit einem, gell? Genau, und so wie es halt kommen ist, es war manchmal spontan, also ich habe wirklich die verschiedensten Schlafplätze gemacht. Ich glaube, das Highlight war einmal, wo ich in Frankreich war, das war schon ziemlich am Ende, da war ich auf so einem Bowlplatz und ich wusste gar nicht, dass das in Frankreich so ein großes Ding ist, weißt du, diese Spielen. Diese Metallkugeln, die sie da irgendwie irgendwo hinschmeißen und, ja, genau. Und wer näher ist, gewinnt oder irgendwer wird mir jetzt sicher dafür, für diese Beschreibung des Sports. Aber ich hätte es ähnlich beschrieben, genau so in der Art ist es. Und ich habe auf so einem Bowlplatz halt gesehen, boah geil, da ist einfach ein schönes Platz daneben, der Fluss, schön geduscht im Fluss und dann habe ich mich hingelegt, schlafbereit gemacht und irgendwann um 10 abends, also nachts eigentlich, wo ich schlafen wollte, sind einfach mal so Rentner herkommen. Die haben dann angefangen, Bowl zu spielen bis Mitternacht, gell? Also das sind dann auch so Geschichten, die man erlebt, die man halt auch nicht glaubt, aber sehr amüsant auf jeden Fall, manche Schlafplätze auch gewesen. Aber wenn du von Innsbruck nach Nizza laufst, da ist ja der Mont Blanc nicht so hundertprozentig am Weg. Und Chamonix. Also du musst schon eine gute Banane laufen, dass du vorbeikommst. Ja. Aber es ging ja darum, die Alpen zu überqueren. Also ich hätte schon direkt laufen können. Mhm. Also da wäre ich dann wahrscheinlich durch Ligurien durch und davor, was weiß ich, vielleicht am Gardasee vorbei und dann wären die Berge wahrscheinlich weg. Ja, ich hätte zumindest heute auf die italienische Seite getippt jetzt da. Okay. Also Richtung Aostatal, so da, diese Gegend und nicht auf die drübere, auf die Franzosenseite. Ja, die habe ich auch schon ausprobiert. Also das war ja mein dritter Versuch. Also ich bin tatsächlich dreimal gestartet und ich war noch nie in Chamonix. Also das kannst du dir nicht vorstellen, oder? Als Trailläufer denkst du, da ist man schon in Chamonix gewesen und dann habe ich gedacht, boah, eigentlich, da muss ich einfach mal vorbeilaufen, ich schaue mir das mal an. Und es hat einfach nur einen Grund gehabt, ich wollte mir das anschauen, die Stadt. Also es hat jetzt. Und ist nett? Ja, es war vor allem ruhiger als zum UTMB. Also sehr eindrucksvoll, gell? Also das war schon krass. Also wenn du da ankommst und das noch nie gesehen hast, da die Gletscher da und das ist ja unglaublich. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Also ich war total baff. Also ich habe dann die Pizza da am Marktplatz gegessen oder was das da ist und habe da hochgeschaut und dachte so, geil. Also war schon cool, cooles Erlebnis auf jeden Fall. Ja. Und weil du gesagt hast, du hast es schon dreimal versucht. Beim dritten Mal ist es ja dann offensichtlich aufgegangen. Ja. Warum ist es die ersten zwei Mal nicht aufgegangen? Ach, ich glaube, es ist ja eine große Mischung aus Blauäugigkeit, Naivität gewesen. Ich habe ja mit dem Triathlon damals, haben wir ganz zum Anfang des Podcasts gesagt, habe ich ja irgendwann aufgehört und habe ja den Karwendelmarsch gemacht und es war dann so, dieser Alpengrenzgang, wie ich ihn selber genannt habe, war dann für mich so das will ich unbedingt machen, so einmal über die Alpen laufen, das wollte ich unbedingt machen. Damals bin ich noch in Salzburg gestartet, das erste Mal und ich war zwar fit, aber viel Kilometer, Höhenmeter und so bin ich nie gelaufen, gell? Und da habe ich mich halt
also richtig, richtig das Läuferknie geholt am ersten Versuch. Mhm. Also ich konnte gar nicht mehr, also es ging einfach nichts mehr. Also okay. Da ging auch nicht mehr gehen. Also das war wirklich wenig. Okay. Und dann musste ich halt irgendwann einsehen, dass es halt keinen Sinn mehr macht. Gell? Da bin ich damals bis zum Comasee gekommen. Und beim zweiten Versuch, ja, was war da? Da bin ich am Anfang unglaublich gut vorankommen. Also habe unglaubliche Distanzen, Höhenmeter geschafft und es ist einfach gelaufen. Und ich bin dann irgendwann auf diesen GR, wie heißt denn der nochmal? Auf jeden Fall auf so einen Weitwanderweg, der viele verlassene Dörfer quasi kombiniert. Das ist vom italienischen Alpenverein quasi gegründet oder gemacht worden, der Weg, um diese Region wieder ein bisschen aufleben zu lassen. Mhm. Ah, GTA heißt der. Grande Traversetta della Alpi oder so. Okay. Und da ging es halt, da warst du halt mitten in der Pampa, also da Essen zu finden und es war Katastrophe. Da hast du halt immer wieder die Hütten gehabt und man ist halt relativ schnell vorankommen, hat immer wieder Hütten angelaufen, aber die haben halt tagsüber nichts wirklich gehabt. Da gab es halt da Cola, Fanta und Snickers, aber so richtig substanziell was zum Essen gab es halt nicht, sondern okay. Am Abend halt in der Hütte. Aber ja, ja, ja. Und ich bin dann irgendwann einfach entkräftet gewesen, also ich saß dann da. Ah, das wäre dann so dieses Ostertal, der an der Gegend, dort runter ist es. Das habe ich auch schon hinter mir, ja. Da war ich einfach komplett durch, also da war ich, so durch war ich noch nie im Leben, glaube ich, also da ging einfach gar nichts mehr. Und da habe ich dann auch bei Domodossola, bis dahin bin ich dann gekommen, habe ich dann den Bus zurückgenommen und bin dann heimgefahren. Und da habe ich mir noch gedacht, hey, den Scheiß mache ich nie wieder. Und wie viele Jahre später war es? Eins, zwei? Zwei Jahre später bin ich dann. Aber es war schön. Also es ist einfach, ich kann es wirklich jedem nur ans Herz legen, sowas mal zu machen. Und es muss auch nicht weit sein oder hart sein, aber es ist einfach mit dem Rucksack am Weg zu sein und zu laufen, jeden Tag woanders schlafen. Und auch einfach mal sich zu trauen, draußen zu schlafen. Also das ist einfach echt cool. Morgens aufwachen. Weil ich hatte oft das Problem, wenn ich im Hotel geschlafen habe, ist mir der Start viel schwerer gefallen, weil es halt komfortabel war. Gell? Ja. Da dachte ich so, boah, jetzt noch eine Runde snoozen, gell? Und dann geht es erst weiter. Aber wenn du draußen pennst, dann wird es kalt in der Früh und dann denkst du so, boah, okay, jetzt geht's lieber los. Sonnenaufgang, es ist sowieso schon leicht feucht beim Schlafsack und so. Genau, ja. Nein, auf meiner Liste, die ich unbedingt mal machen will, liegt der Alpen-Adria-Trail, also vom Glockner nach Triest runter. Und der ist, glaube ich, auch ganz gut ausgeschildert sogar. Und ich habe keine Ahnung, was der hat. 600 Kilometer vielleicht? Ja, ich glaube, sowas in den Dreh. So, es wäre jetzt das so mein das, was ich mir erinnere. Und das wäre so eine Idee, wo man zuerst überlegt hat, na, so eine Woche und wo übernachtest du dann? Und ich habe gesagt, keine Ahnung. Ich will mir keine Gedanken machen müssen drüber. Ich laufe einfach weg und wenn ich keinen Bock mehr habe, lege ich mich irgendwo hin und dann laufe ich halt wieder weiter. Ja, und Gedanken kannst du, also du hast so viel Zeit an dem Tag. Ja. Du kannst lang genug überlegen, also im besten Fall 10 Stunden lang überlegen, wo dann schlafen gehst. Also, wie du sagst, im besten Fall draußen, wenn das Wetter passt, einfach hinlegen, ist es eh am schönsten einfach. Ja, ist da ein Unterschied? Also hast du irgendwie festgestellt, von den Menschen, dass sie unterschiedlich reagieren, jetzt in Österreich, Schweiz, Italien, Frankreich, weil ja dieses draußen schlafen und draußen campieren und so ist ja in den verschiedenen Ländern nicht nur verschieden geregelt, sondern die Menschen reagieren ja, glaube ich, auch ein bisschen anders drauf. Ja, na, ehrlich gesagt nicht, weil ich, also generell, was das angeht, bin ich da relativ schmerzbefreit. Also ich hinterlasse keinen Müll, ich gehe aufs Klo davor oder schaue halt, dass ich es vergrabe und dass ich nichts hinterlasse. Deswegen, wie schon gesagt, mache ich mir da normalerweise keinen Kopf. Und wenn du unterwegs bist, dann erst recht nicht. Also du bist so fertig, du legst dich auf die Parkbank und auch wenn nebendran irgendjemand ein Picknick macht oder so, das juckt dich da in dem Fall überhaupt nicht. Und die Leute, ich glaube, die denken sich, der Typ spinnt, der schaut fertig aus, der stinkt, irgendein Penner wahrscheinlich oder so.
ich glaube, die machen sich da gar keine Gedanken. Also das ist ein sauteuer ausgestatteter Penner. Ja, aber auf jeden Fall, ich glaube, die Leute machen sich da, also ist mir nie aufgefallen, dass sich da irgendjemand Gedanken macht. Okay, also es hat ja keiner aufgeregt und gesagt, hey, warum stopfst du da? Okay. Ich glaube, da macht man sich meistens mehr Gedanken, als dass tatsächlich sich andere darüber Gedanken machen. Okay. Und wenn mich jemand ansprechen würde, oder ich hab tatsächlich auch schon Momente gehabt, wo es mir unangenehm wäre, da zu schlafen. Also ich habe zum Beispiel beim ersten Versuch, habe ich es mal so gemacht, ich bin Richtung Stülfser Joch gelaufen und da war dieses Hotel und die haben so eine schöne Gartenanlage gehabt. Und die hatten diese tollen Liegestühle. Oh. Und ich habe gedacht, boah, hey, das wäre jetzt ein Traum, einfach so eine geile Gartenliege, einfach hinlegen und schlafen. Und dann frage ich halt auch, also da bin ich mir auch nicht so blöd zu fragen, hey, sagt's mal, kann ich mir hinlegen für 5-6 Stunden? Mhm. Und wenn sie Nein sagen, dann respektiere ich das nicht. Natürlich, gell? Ja. Aber die Leute, die sind alles so nett am Weg, weißt du, die sehen ja, der Kerl, der braucht Hilfe, dem geht's nicht gut. Bei seinem großen Problem können wir ihm nicht helfen, aber zumindest auflassen können wir ihn. Ja, und eben, das war noch nie ein Problem. Und das ist ja eh auch schön. Also eben dieses wie ich schon gemeint habe, dieses Raw-Fühlen, das ist so, du legst dich draußen hin, du bist Teil von der Natur, gell? Das juckt dich gar nicht mehr, wer was denkt. Ja. Du erfüllst nur noch deine Bedürfnisse, die du zu erfüllen hast. Ja, stimmt. Nein, ich kann das gut nachvollziehen. Oder diese Idee davon finde ich sehr, sehr cool. Mich hat halt auch sehr interessiert, wie du das verbindest mit deinem ganzen quasi Athleten, also Wettkampfathleten-Dasein, weil das halt zwar völlig verschiedene Welten sind, wo halt die Leute gesagt haben, ja, jetzt da in Pandemiezeiten haben halt viele Menschen dann alleine Abenteuer aufgerissen, aber du hast es ja vorher schon gemacht. Mhm. Also sprich, du hast das jetzt nicht gemacht, weil kein Wettkampf war, sondern du hast das einfach grundsätzlich schon gemacht gehabt. Ja, absolut, ja, weil es für mich irgendwie dazugehört. Also ich bin auch recht erlebnisorientiert und liebe das, einfach Neues zu erleben, spüren, wie auch immer. Und ich brauche das einfach. Eben, das ist auch was mir, sag ich mal, die letzten 2 Jahre, wo ich das so versucht habe, ein bisschen professioneller zu betreiben, einfach gefehlt hat. Das ist einfach ein Teil davon, von mir, den muss ich einfach ausleben. Ich brauche das einfach. Mhm. Und natürlich ist es nicht immer einfach zu kombinieren, aber das ist eben mit, das habe ich, glaube auch davor schon erwähnt, dass ich jetzt meine Saisonen halt so einteile, dass ich einfach eine Wettkampfsaison habe, dann ein bisschen meine Abenteuersaison und das. Ich finde, es widerspricht sich jetzt nicht so sehr, weil man trainiert halt anders oder man macht halt mehr, worauf man Lust hat, dann, sag ich mal, in der Abenteuerphase oder Saisonhälfte. aber sie dauert ja auch nicht ein halbes Jahr. Also man macht halt 1-2 Dinge vielleicht, die vielleicht ein bisschen länger dauern. Ja. Und dann trainiert man wieder. Und das Training an sich, dieses jeden Tag rausgehen, ist ja schon genug Training für solche Geschichten, weil du musst einfach nur Bock drauf haben. Also das ist ganz klar, so lange Dinge kannst du nicht trainieren. Du kannst nicht sagen, oh, ich trainiere jetzt eine Woche lang jeden Tag 60 Kilometer, damit ich das 16 Tage lang schaffe, sondern du musst klar robust sein vom Körper, Sehnen, Bänder, alles muss... Magen. Und Magen ist nie ein Problem. aber du musst einfach nur Bock drauf haben. Also wenn du Bock drauf hast, dann geht es. Also und dann kann man das auch machen. Ich finde das super spannend, weil ich glaube, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum du dich mit anderen zusammengetan hast und diese FKT Austria Serie hochgezogen hast, weil das ist ja quasi Abenteuer für jedermann, für sich ohne Wettkampf, also schon Wettkampf irgendwie, also auf Zeit, aber kein, an diesem Sonntag um 8 Uhr Wettkampf, sondern du hast da, weiß ich nicht, 3/4 Jahr Zeit und da sind ein paar Strecken. Da ist der GPS-Track, mach mal. Das ist also quasi Abenteuer für jedermann. Sozusagen, ja, das war ja irgendwie auch, ist dadurch auch entstanden, dass eben es keine Wettkämpfe gab und es irgendwie auch das Gemeinsame hat so ein bisschen gefehlt. Und da hat man sich dann, sag ich mal, virtuell ein bisschen getroffen, oder? Man ist dann in der Ergebnisliste aufgetaucht oder man hat sich teilweise auch in Gruppen zusammengetan. Genau. Es war natürlich keine riesigen Gruppen erlaubt, aber irgendwie 3-4 Freunde zusammen und man hat sich gegenseitig unterstützt. Da kam dieses
Community-Gefühl, was wir ganz am Anfang vom Podcast hatten, kam dann wieder auf. Das hat ja gefehlt, dieses gemeinsam was zu unternehmen. Man ist ja quasi nur noch allein gewesen, gefühlt, gell? Ja. Und da hat man halt irgendwie dieses klassische Wettkampf-Feeling oder dieses Miteinander, vielleicht auch Lauftreff-Feeling, die waren ja auch nicht erlaubt, hat man dann so ein bisschen vielleicht mit kompensieren können. Und auch, sag ich mal, Ziel war halt auch immer, Strecken rauszusuchen, die halt besonders sind, die vielleicht jetzt nicht oft gelaufen werden. Dass die Leute, die vielleicht sogar ums Eck wohnen, sagen, boah, hey, da bin ich noch nie gelaufen, hey. Ja. Und sich da wirklich damit auseinanderzusetzen. Weswegen wir dann auch Leute aus den Bundesländern dann angefragt haben, dass die quasi für uns quasi die Strecken aussuchen, die sich da eben auskennen. Ja. Und eben, es ist ja ein bisschen Abenteuer dann, gell? Man kennt vielleicht die Strecke nicht, läuft sie vielleicht zum ersten Mal ab. Und wenn man will, kann man sie auch nochmal auf Zeit laufen. Genau. Also wir haben gerade letztes Jahr im Herbst ich weiß gar nicht, ob das bei der Wiener oder bei der niederösterreichischen FKC-Serie drinnen war, der Biesamberg. Also das ist ja mein Home-Trail quasi. Ich trainiere da viermal die Woche auf dem Berg. Mhm. Es ist nämlich der einzige Berg, der da ist. Ah, lustig, okay. Es ist leider sonst, im Weinviertel findest Erhebungen eher spärlich. Aber auf dem Berg kannst du in 30 Kilometer 3000 Höhenmeter machen, wenn der Fahrt ist. Ah, okay. Also, das ist ja schon gescheit. Du musst einfach nur oft auf und ab laufen. und da hat die Strecken, haben wir uns angeschaut, eben die FKT-Strecke. Mhm. Und erstens, öffentlich-mäßig super erreichbar. Und ich muss wirklich sagen, auf der Runde, und ich kenne auf diesem Hügel jeden Trail, dachte ich mir. Es waren tatsächlich nur zwei dabei, die ich auch nicht kennt habe. Ja, cool, ich habe nicht gewusst, dass man dort auch vorbeilaufen kann, ist auch cool. Und es ist wirklich eine schön designte Strecke gewesen. Es gibt dort Chaine und Schiere Trails, also einfach nur irgendwelche Forststraßen halt quer durch den Wald. Aber das waren wirklich, es war einfach eine schön designte Strecke, wo ich gesagt habe, passt, die kannst du richtig knallen und du musst zwar ein bisschen aufpassen, wo du abbiegst und wo nicht, weil es einfach viele, viele kleine Wege gibt, dass du nicht falsch abbiegst, aber da hat sich schon jemand was überlegt dazu, das habe ich ganz geil gefunden. Cool, und na, deswegen, so soll es auch sein, gell? Nein, ich finde die ganze Serie eigentlich cool, weil es gibt in Österreich wirklich in jedem Bundesland irgendwas, wo man sagt, sollte man sich mal anschauen, und es sind alles Strecken, also in jedem Bundesland ist was dabei, was Einsteiger-Trail tauglich ist. Voll, absolut, ja. Also da sind manche Sachen dabei, die irgendwie 7 Kilometer lang sind oder 15 Kilometer. Manche Sachen sind nämlich schon anspruchsvoller, also wenn ich jetzt, eine Schneebergüberschreitung drinnen habe. Ja, das ist was anderes, gell? Das ist jetzt da wahrscheinlich nicht das Erste, was du machst, wenn du zum Laufen anfängst. aber musst du ja auch nicht. Dann suchst du halt was außer im Leitergebirge oder in Wien, U4, U4. Ja, das ist von der U-Bahn zur U-Bahn und dann, da ist nichts Alpines dabei. Das kannst du gar einmal machen, wenn du im Wald laufen kannst. Also einfach von der Schwierigkeit her. Es macht natürlich einen Unterschied, wie schnell das du bist. Weil, also, wenn jetzt da irgendein super Racer unterwegs ist, ist es eine andere Geschwindigkeit. Aber es kann jeder schaffen. Das finde ich halt geil. Voll. Mhm. So soll es eben. Das war auch so der Gedanke. Wir haben die letzten Jahre ein bisschen viel schwere Strecken auch gehabt. Mhm. Und sind dann eher dahin zurückgegangen, dass wir halt eher kürzere Strecken anbieten. Sagen wir mal, mit verschiedenen Schwierigkeiten, dass sie auch von jedem laufbar sind. Gell? Ja. Weil nicht jeder will jetzt, sag ich mal, einen 60er mit 4000 Höhenmetern in der Saison laufen, gerade wenn die Wettkämpfe sind. Gell? Richtig, richtig. Das war bei Corona jetzt nicht das Problem, sondern dann in den normalen Saisonen wieder war das ein bisschen schwierig dann. Ja, und wenn du jetzt, also, wie du vorher gesagt hast, der Berliner Höhenweg, naja, wenn du den als FKT einstellst, lustig, aber wir machen dann im Jahr 3 Leute und das sind die den sowieso machen würden und sich auf dieser internationalen FKT-Seite orientieren und sagen, ich möchte ganz
entweder ich möchte überhaupt einmal durchkommen oder ich möchte ganz vorne mitspielen. Das ist ja nicht dann ein Massenphänomen, wo man sagt, das für die breite Trail-Community, wenn du einen Hunderter rein tust oder so. Na, vor allem, der ist ja wirklich, also da ist man schon lange am Weg. Geil, ja, das ist schon, der hat ja irgendwie sehr hochalpin und 10.000 Höhenmeter oder so, gell? Ja, sowas kann man machen. Also schon ziemlich anspruchsvoll, gell? Also, das machst du auch nicht. Aber gut, dass ich heute erfahren habe, dass ich in der Liste stehe und dass ich angemeldet bin. Da, ja. Das war, hast du auch was vom Podcast gehabt? Ja, voll. Da muss ich nachher gleich mal schauen, tatsächlich, weil ich war gerade echt verwundert, dachte so. Aber gut. Ja. Finde ich sehr lustig. Aber und was mich noch interessiert, weil du gesagt hast, so Abenteuer und längere Geschichten, sind nachher für dich auf deiner Bucketlist für später im Leben dann also diese langen FKTs ein Thema, also was weiß ich, Pacific Crest Trail oder in Arizona gibt's ja den Appalachian Trail gibt's, oder in England, jetzt war jetzt gerade im Winter wieder das Spine Race, das hat ja, weiß nicht, 200 irgendwas Meilen oder 300, das ist ja quasi ein Mehrtagesabenteuer. Ist das ja, was für dich? Also, ja, schon, ja. Ich weiß jetzt nicht, mit welcher Intention, ob ich da jetzt auf Zug laufen würde. Aber auf jeden Fall, wenn ich es machen würde, auch also ich weiß jetzt nicht, was der FKT-Sprecher sagt, unsupported, oder? Ja. Unsupported unterwegs. Also klassisch auch wieder Rucksack. Ja, weil gibt es ja dann diese FKT-Versuche, wo dann halt eben die Crew dabei ist, wo man dann im Van schläft und so. Ja, nein. Also das wäre was anderes, ja. Das ist ein bisschen anders und natürlich auch krasse Leistungen, aber ich finde dieses reine mit sich selber alles ausmachen und am Weg sein, das taugt mir schon deutlich mehr. Nein, beim Spine Race ist es ja auch so, das ist ja ein Wettkampf, aber du musst trotzdem alles mithaben. Das ist ja unsupported Lauf, Wettkampf. Genau, ja. Auch cool. Also bist halt eben, ich bin auch irgendwie, krieg da immer die Mails, weil es glaube ich auch Anmeldung war oder sowas. Weil ich mir irgendwie in den Newsletter mal eingetragen habe, da werde ich auch immer wieder dran erinnert. Sicher wird es irgendwann mal kommen, dass ich irgendwie sowas mal mache oder auch Tour de Jean oder sowas würde mich auch reizen. Aber wie du sagst, es ist halt doch eine große Spanne zwischen den schnellen Rennen, die ich auch gern laufe, und diesen langen Abenteuersachen. Da ist halt viel dazwischen, gell? Also das ist halt eben die Schwierigkeit. Also da muss man auch ehrlich zu sich sein. Ich kann nicht das Beste aus mir rausholen, wenn ich beides, sage ich mal, gleichermaßen betreibe, gell? Also man muss sich schon immer auf eins konzentrieren. Und jetzt zuerst, also ist die WM halt im Fokus und wenn ich die Quali nicht schaffe, dann eh cool, dann fällt mir sicher was anderes ein. Also langweilig wird mir sowieso nicht. Nein, und vor allem, du bist ja noch in dem Sinne bei den Langdistanzen auch jung genug, dass du jetzt noch auf die schnellen Geschichten gehen kannst. Ja, also weil, jung. Ja, aber mit 50 ist halt nachher ein 30-Kilometer-Lauf wahrscheinlich auf Anschlag nicht mehr so drinnen, aber ein 200-Meiler geht dann immer noch gut. So, das stimmt, ja. Genau, ja. Eben, wenn man auch daran denkt, dass man das Laufen vielleicht sein Leben lang betreiben will, dann sowieso. Also da Ziele und Ideen und all, das geht mir nie aus. Also, klar, das ist wirklich so. Also da brauchst du nur dich aufs Klo setzen, da hast du schon wieder, das wäre doch mal cool. Da gibt es genug Geschichten, die einem durch den Kopf schwirren und die man gern machen würde. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Na, da freue ich mich schon und da werden wir sicher von dir das eine oder andere noch sehen, weil nachdem du so ein Tausendsasser längentechnisch bist, wird das sicher noch ganz cool, wo es dich noch überall hin verschlagt. Aber als allererstes eben hoffentlich zur WM. Und wenn ja, dann werden wir die dort nochmal kurz vor das Mikrofon zerren. Ja, klar. Kriegt man schon hin, ja. Ja, hast du noch irgendwas, was du jemandem mitgeben willst, der, ich habe mitgenommen, dass man sehr auf sich selber und sein Gefühl hören soll, auch beim Trainieren und beim Wettkämpfen. Hast du noch irgendwas, wo du sagst, das wollte ich auch noch loswerden?
Na, aber das eben, das ist, finde ich, schon ganz wichtig. Also das war so das, was die letzten Jahre besonders gelernt habe, eben das wieder vermehrt auf den Körper hören oder generell auch zu wissen, was tut einem selber gut, was kann man gut und was braucht man. Weil jetzt mit dieser Entwicklung des Sports kann es dann mal passieren, dass man in gewisse Richtungen gedrückt wird, vielleicht unbewusst. Mhm. Und sich in Richtungen vielleicht entwickelt, die vielleicht zu einem selber nicht passen. Und das, was bei mir vielleicht der Fall auch war. Und dass man da auch einfach immer in das, also auch immer auf sich hören sollte, finde ich ganz wichtig. Weil man auch schnell, sag ich mal, geblendet wird vielleicht und meint, ja, das muss so, schon so sein, aber letztendlich muss es einem gut tun. Und wenn es das nicht der Fall ist, dann ist man falsch am Weg, finde ich. Mhm. Na, das klingt nach sehr guten Rat, vor allem für Menschen, die jetzt ich würde sagen, wahrscheinlich eher neu in dem ganzen Sport- und Leistungssport-Game drinnen sind oder eben sehr jung reingekommen sind und dann sagen, ja, wenn alle anderen sagen, ich muss so sein, dann muss ich halt so sein, auch wenn ich gar nicht so bin. Genau, ja, eben. Naja, das ist sehr weise, hört auf diesen Mann. du, ich sag vielen, vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut. Ich habe sehr viel gelernt. Und es hat mir jetzt tatsächlich ein bisschen so Lust auf Abenteuer gemacht. Ja, bin ich gespannt. Ich suche dir auf jeden Fall jetzt mal ein Ziel. Ich glaube, da wirst du sicher fündig. Und auch wenn es der Alpe Adria Trail ist, mach das auf jeden Fall mal. Also das geht sich immer aus. Also klar, das ist natürlich die Frage familiär und Urlaub und je nachdem. Aber ja, das so ganz weit Wochenendabenteuer oben. Gehen sich immer aus. wohl wahr. Ja, super. Dann danke dir. Hey, vielen Dank, gell? Danke auch. Und an dich. Bis spätestens im Juni. Ja, also wenn nicht als Teilnehmer, dann zumindest als Fan und genau. Man sieht sich auf jeden Fall. Wir sehen uns in Innsbruck. Passt. Cool. Bis dann. Hey. Danke dir. Super. Ciao. Ciao.